Man weiß ja nie, was noch kommt. So. Da kommen Toiletten, brauchen wir nicht wirklich nachgucken. Da finden wir sowieso nichts. So, Mädchentoilette. Einmal Licht anmachen. So. Ja, hier ist auch nichts. Alles klar. Ist das vielleicht von hier? Einmal horchen. Ja, das kommt definitiv von den Automaten oder sowas. So, was haben wir denn hier? Ja, verschlossen, natürlich. Okay, ich will gar nicht wissen, was da abgeht. Wir können auch zum Glück nicht rein, sehr gut. Okay, lässt sich nicht. Was zum Teufel? Okay, einmal hier. Ja, natürlich können wir nicht rein. Und lässt sich natürlich nicht öffnen. Sehr gut. Gut, wir sind hier auch falsch. Hey. Ah, wo können wir denn noch lang? Ach. Ist das ein Lichtbug oder? Okay. Ach Mensch. Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind hier richtig. Oh. Boah, das scheint irgendwie von allen Seiten zu kommen oder sowas. Keine Ahnung. Dann haben wir wieder Hände. Ja, so langsam merkt man doch schon, dass hier so... schlechte Idee. Ja, man merkt schon so langsam, gerade... Also am Anfang war immer so ein kurzer Moment irgendwie da, wo man sich mal vielleicht so ein bisschen erschrocken hat, aber mittlerweile ist wirklich schon so eine spannende Atmosphäre, kann man schon sagen. Oh, und dieser Gang sieht doch schon wieder sehr, sehr einladend aus. Okay. Einmal Licht an. Ach Mensch. Ja, du sollst nicht aufhören zu kratzen. Ich will schon wissen, wo du bist. Also, eigentlich will ich es ja nicht wissen, aber... Es ist gut zu wissen, damit ich vor dir abhauen kann. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Notiz. Okay, was haben wir denn? Schulgeistergeschichten 9. The Main Building. Ja, bla 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 bla. Long ago. Okay, da ist irgendetwas im Chemieraum passiert vor langer Zeit. Was ich jetzt so schnell entnehmen konnte. Ich musste nur eben schnell wegdrücken, weil ich wieder das Kratzen gehört habe. Und ich bin ja absolut kein Fan von dem Kratzen. Also, so. Ah, ich hab dich gefunden. Alles klar. So. Das heißt, ich kann mich jetzt hier erstmal so ein bisschen unbemerkt bewegen. Warum verfolgst du uns eigentlich? Wir haben dir gar nichts getan. Wir wollen nur ein bisschen hier rumlaufen und so. Gott, Frauen. Ist genauso wie mit dem Mädchen. Mädchen? Mit der wir uns unterhalten wollen und sie uns nach 5 oder 6 Versuchen einfach mal angeschrien hat. Blöde Zicke. Ja, natürlich die letzte Tür funktioniert. Okay, it's a lost property box. Okay, auch dasselbe. Haben wir hier denn eventuell irgendetwas Sinnvolles? Ich habe irgendwas gehört, was mir überhaupt nicht gefällt.
Okay, ein Tagebuch, das nehmen wir mal. 14. Februar, Valentinstag. Ich habe ihm etwas Schokolade gegeben. Er sagte... Nee, Moment. He said he doesn't like it. Er sagte, er mag es nicht. Aber er aß alles... anyway and seemed happier. Okay, ich kann kein Englisch. Each other for a long time. I hope this even when he says he loves me, I still worry. He only loves me, right? Ja, so hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ach so, die hat das Mädchen hat Tagebuch über den ja, über ihre Liebe geführt sozusagen, würde ich jetzt mal so tippen. So, ja. 14. März, der White Day. He was left candy on a desk over them. Ach, Kinder sind doch schon was Schönes. So, was haben wir denn hier? Eine Clay Doll. Okay. Property Box. Hier haben wir nichts mehr. Property Box. Und nichts mehr. Alles klar. Wir können aber auch nichts aufmachen hier. Das ist ein bisschen scheiße. Classroom Master Key. Es ist ein Masterschlüssel. Warum passt der denn auch nicht hier? Verdammtes Schulsystem. Oh. Ich renne jetzt einfach durch hier. Da habe ich absolut. Bin ich jetzt einfach mal schmerzfrei. So, was haben wir denn hier? Das Wort Erde ist in abgebildet. Alles klar, wir brauchen das Erdamulett. Denke ich. Oh, Hausmeister. Okay, wir schleichen uns ganz einfach mal nach unten. Vielleicht können wir nach unten... Ja, komm, geh mir nicht auf die Nerven. Geh einfach weg. Okay. Ah, wir können nicht nach unten. Scheiße, wir müssen irgendwo oben den weiteren Weg finden. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wo? So, gehen wir doch nochmal auf die Toilette. Ah ne, das Licht war an. Ja. Du siehst mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Du weißt nicht, dass ich da bin. Natürlich, ja klar. Ach komm. Ja komm, schlag mich tot. Fuck you. Okay. Strange. So flüchtet man vor einem Hausmeister. Oh Mann. So, einmal bitte Licht an. Ohne Licht fühle ich mich dann doch ein bisschen unsicher. So, was haben wir denn hier? Irgendwas Interessantes? Natürlich nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem Stockwerk schon alles durchgeguckt hatten. Ja, komm, neues Feuerzeug. Aber wahrscheinlich ja doch. Dann, wo geht's weiter? Vielleicht haben wir in den unteren Etagen irgendetwas übersehen. Beziehungsweise im Hauptgebäude 1. Bin ich mir jetzt allerdings auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich meine, die Schule ist groß. Gut, da können wir nicht durchgucken.
Können aber auch nicht rein. Lass mich rein. So, wo bist du? Was ist das eigentlich? Das ist bestimmt schon ein Wissenschaftsraum. Ja, verschlossen, ist mir egal. Wir haben einen Generalschlüssel, verdammt. Lässt sich nicht öffnen, natürlich nicht. Moment, können wir hier irgendwas machen? Nö, okay. Die Kacke lässt sich auch nicht öffnen. Oh, ich sehe schon kommen, wie das hier enden wird. Das wird so eine einfache Lösung sein und ich bin einfach nur zu blöd, um die Lösung zu finden. Moment, springen können wir ja nicht. Scheiße, ne. Ja, ich weiß, dass du irgendwo da oben rumgeisterst. Geisterst. Ja. Die Frage... So, irgendwo... das muss hier sein. Was haben wir denn hier Schönes? Spielerpaket, Moment, Nummer 2. Hey. So, wo bist du? Okay. Okay, laut. Okay, suchen hilft. Okay, das sieht so nach Chemikalien und sowas aus. Ich glaube nicht wirklich, dass wir hier irgendwie fündig werden. Man kann es ja versuchen. Aber irgendwie nicht. Ja, komm, hier muss doch irgendwo was sein. Dann leck mich. Moment, gab es diesen Raum in den anderen Stockwerken auch? Da schauen wir doch eventuell gleich mal nach. Ja, ist ja gut, Big Ben. Okay, wir sind auf dem Dach. Ach komm, runter mit dir. Okay, hier war der Raum. Schauen wir mal eins weiter nach unten. Okay. So, schauen wir mal eins weiter nach unten. Vielleicht haben wir Glück und finden... Oh, Hausmeister. R. Mit R. So, aber Moment. Normalerweise müssten wir hier ja jetzt... ja, komm. Zerbrochen, natürlich. So, was haben wir hier? Eine Notiz lesen. Caffeine? The effect of caffeine. Ja, ist ja schön und gut. Oh Gott, ich habe so ein ganz, ganz schlimmes Gefühl in der Magengegend hier. Ich will hier weg. Aber hey, lassen sich wenigstens die Türen öffnen. Das ist ja schon mal... Ja, natürlich. Oh Gott, die Schulen. So. Oh, Sommerzeitung. Oh Gott. Okay, wir nehmen das einfach mal so hin. Lass... Okay, bevor wir hier aufmachen. Ist bestimmt zerbrochen. Nee, doch nicht. Okay. So, ach ja, genau, hier war ja der komische Typ hier mit den Augen. Hi. Und Dolly. His eyes are moving. Ja, das sehen wir. Okay, eben ausmachen. Von wo kommt das Geräusch? Ich kann es nicht ausmachen. Ah, verdammt.
Also irgendetwas haben wir hier übersehen. Ich weiß es. Ja, ja, Passwort wurde geändert. Moment, machen wir erstmal hier Licht an. So, vielleicht sehen wir ja irgendetwas. Haben wir hier irgendwo irgendetwas, was wir uns hier schnappen können? Oder wir machen einfach mal die Heizung an. Das wäre auch eine Idee. So. Ach Mensch. Ach, schau mal einen an. Das sieht so ein bisschen... Du kannst uns gar nicht sehen, verdammt nochmal. Aber ich habe gesehen, wo wir eventuell noch das ein oder andere, die ein oder andere Sache uns holen können. Aber jetzt müssen wir erstmal hier vor dem Hausmeister fliehen. Meine Güte, ey. Schlimmer wie eine Scheißhausfliege bist du. So. Item. Ja, komm, das ist lecker. So. Uns geht's wieder gut. Eine. Oh, geil, der Hausmeister. Obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine gute Idee war, uns hier drin zu verstecken. Geh rein und mach bitte das Licht aus. Bitte. Wir müssen uns normalerweise irgendwo draufstellen können oder so, dass er unsere Füße nicht sieht. Er hat das Licht ausgemacht. Oh, das ist einerseits gut, aber andererseits auch ziemlich beschissen, weil jetzt ist dunkel und so. Ja, komm, hau ab. Bitte. Ja, Big Ben. Komm, Hausmeister, geh bitte. Danke. Okay, alles klar. Boah, wie alt der Boden hier aber auch ist. So, bist du jetzt nach oben oder bist du nach unten gegangen? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du nach oben gegangen bist, damit wir hier unten so ein bisschen freien Spielraum haben. Danke. So. Oh, Geister. So, Moment, wo waren wir? Genau, wir waren hier hinten irgendwo. Und müssen mal zusehen, dass wir so ein bisschen schnell hier hinkommen. So, Tür machen wir einmal zu. Licht an, was natürlich zerbrochen sein wird. Oder auch nicht. Sehr gut. So, was haben wir hier? Eine Karte. Gut, die nehmen wir mal mit. Ah, ich erinnere mich an den Raum. Alles klar, da waren wir bei der letzten Aufnahme. Altes Papier. Nee, war es nicht. M. Diary, old paper. Music player and the music equipment room. Alles klar. Okay. Den nehmen wir auch mit. Ich glaube, an den Lichtschalter kommen wir nicht mal ran, oder? Ach, natürlich. Wieso war mir das eigentlich so klar? Jetzt kommt auch noch der Geist. Achso. Ja, komm, Tür, geh mal ein bisschen schneller auf. Wir haben es eilig.
verschlossen, gibt's nicht. Ja, natürlich verschlossen. Warum auch nicht? Diese Grafikfehler gehen mir dann doch so ein bisschen auf den Keks. So. Ja, hier waren wir auch schon mal. Gut, hier unten ist aber auch nichts versteckt. Ich komme nicht weiter. Oder ich stelle mich einfach nur saudämlich an. Wir haben einen Generalschlüssel. Aber vielleicht können wir ja damit irgendwas machen. Irgendetwas geht da bestimmt. Die Frage wird jetzt natürlich nur sein, was? Vielleicht können wir damit den Hausmeister eins überbraten oder irgendwie sowas. Irgendeine Verwendung finden wir dafür. Das kommt irgendwo von da vorne. Ja, natürlich verschlossen. Und von der anderen Seite verschlossen. So wie Silent Hill hier. Waren wir hier nicht schon mal? Boah, wir sind fast eine halbe Stunde hier am Rumlaufen, ey. Ich will hier rein. Ach, das geht sogar. Wofür ist denn das Ding hier? Okay, ich will hier eigentlich nicht rein. Ich glaube, das ist eine ganz blöde Idee, was ich jetzt eben gemacht habe. Es sieht so ein bisschen aus wie in so einer Irrenanstalt oder sowas. Ah, Main Building, New Building. Alles klar, Hauptgebäude und neues Gebäude. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir absolut gar nicht. Ich will hier ganz ehrlich gesagt nicht sein. Hä? Moment. Ist das ein Rätsel? Jetzt müsste hier wieder Main Building kommen. Genau. Das ist ein Rätsel. Jetzt kommt auch noch geil. Lass mich in Ruhe. Bitte. Oh, ich hab grad Tränen in den Augen. Okay, das scheint ein Labyrinth zu sein, wo wir nur durchkommen, wenn wir dieses... Erde war das, glaube ich, oder? Ja, wie keine Reaktion. Ich will ja auch nicht das Ding benutzen. Ich will, eigentlich gar nichts benutzen. So. Ja, ich glaube, Erde war das. Verdammt. Okay, alles klar. So, aber ich mache mir das jetzt ganz einfach hier. Ich speichere einmal ab. So. Da, ja, speichern. So, und ich werde da jetzt ganz einfach kein komplettes Let's Play draus machen, sondern einfach nur ein Let's Show. Und weil der Hausmeister natürlich wieder kommt. Meine Güte. Ja, ihr habt auf jeden Fall schon mal so
den ein oder anderen Eindruck von dem Spiel jetzt gewonnen. Ich hoffe, der Eindruck war auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, mir ist jetzt aufgefallen, dass ich die letzten 3 oder 4 Folgen den Download-Link nicht in der Videobeschreibung habe. Das werde ich natürlich noch nachtragen. Wenn euch das Spiel gefällt, dann downloadet euch es. Jetzt. Und ich würde ganz einfach mal sagen, ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Der Hausmeister ist mittlerweile auch da. Der sagt Hallo. Oder irgendwas anderes. Ja, ich werde das Spiel auf jeden Fall noch normal weiterspielen, aber nicht mehr aufnehmen. Und ja, hoffe auf jeden Fall, dass ich euch so ein Spiel mal so ein bisschen nahe gebracht habe und so. Kennt ihr ja. Und bedanke mich natürlich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid auch bei dem nächsten Projekt wieder mit dabei. Also dann, tschüss!